Meh. 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 Schön, sowas live erleben zu dürfen. Das ist für mich Paradies auf Erden, wenn man es so selten sieht in Natura. Nur auf Bildern und in Büchern und auf Videos. Und da hat man sie live durch Zufall vor Augen, man glaubt es kaum. Sie sind zwar etwas scheu, aber nicht so scheu, um auf einen nicht zuzugehen, wenn man stehen bleibt wie angewurzelt. Mit der Zeit akzeptieren sie einen und meinen, man gehört dazu. Ich habe jetzt mal ein paar Filmaufnahmen davon gemacht, dass man sich die Tierchen auch schön vorstellen kann, wie sie ausschauen. Aus der Nähe, bin sogar ein wenig gekraxelt, um auch von oben aus auf der Anhöhe, wo sie weiden, Bilder machen zu können. Aber das ist schon sehr, sehr schön. Es so miterleben zu dürfen, das ist für mich Naturliebe pur und Tierliebe. So hübsche kleine Kerle. Aber ich denke, als Impression reicht's. Herrliches Wetter, wunderschöne Tiere, was will man mehr? Blauer Himmel, strahlender mit Wolken. Ja, und du redest mit mir? Natürlich, ja. Du weißt auch alles, gell? Ja. Ihr wisst mehr als die Menschen. Das ist gescheiter manchmal als jeder Mensch. Und mir lieber. Als so mancher. Zeitgenosse. Ja, ich gehöre nicht dazu, ich weiß. Aber ich tue dir nichts. Das siehst du ja. Na schau, ging ganz nah an einen vorbei, ohne sich mehr zu fürchten oder zu ängstigen. Man möchte es nicht glauben, wie schnell die eigentlich zahm sind. Fast zahm. Hätte man was zum Fressen? Ich glaube, wenn man noch eine halbe Stunde, Stunde da wäre, würden die einen aus der Hand fressen. So. Mit diesem Memegi-Blöke verabschiede ich mich. Und einer wunderschönen Impression von diesem Sommer in Steinberg am See, wo wir noch einmal hin sind. Da
Da unten ein schönes kleines Gewässerchen, ein Bächlein, das verläuft, wo sie schön trinken können. Ja, sich verständigen, dass keiner verloren geht. Girl, das willst du alles sehen, was da ist. Ja, meh, meh, ja, meh, ja. Du bist der Feine. Oder ein Feiner. So ein Lieber. Selbst der Hund tut nichts. Obwohl sehr groß und auch, ja, manchen Angst einflößen würden. Ich habe weniger Angst vor Hunden. Wenn, dann merkt man es eh, wenn sie nicht gut drauf sind, dann bleibt man weg. Aber das ist auch ein ganz Lieber. So, das war's.